Lange Zeit saßen sie nun bereits wieder in dem lichtlosen Raum, der schon einmal ihr Gefängnis gewesen war. Erst nachdem sich die Eisentür hinter ihnen geschlossen hatte und die Handtuer mit schweren Stiefeln auf dem Gang auf und ab patrouillierten, begann Sarah sich zu wundern, dass sie immer noch mit Arkusch zusammen, aber ohne weitere Aufpasser in das Verlies gesperrt worden war. Doch es gab ihr keine Hoffnung. Was konnten sie hier schon ausrichten? Sie fragte Arkusch nicht nach seinen Gedanken. So vielen Widrigkeiten hatten sie sich in den letzten Wochen stellen müssen. So viele Feinde waren zu besiegen gewesen. So weite Wege zu gehen. Und nun hatte das Erscheinen eines Todgeglaubten und die Erklärung, die er abgegeben hatte, eine viel zerstörendere Wirkung gehabt als alle Äxte und Speere ihrer Gegner zusammen. Erst als die Nacht schon hereingebrochen war, rang sich der Schmied dazu durch, etwas zu sagen. Yandal hatte natürlich seine Fehler, wie wir alle. Doch ich wäre eher gestorben, als an einen Verrat durch ihn zu glauben. Er sah Sarah traurig an. Ich wünschte, wir wären nie hierher gekommen. Lennis, Sarah wagte nicht, die Frage auszusprechen. Ist Satons Tochter, ja, beendete Arkusch den Satz für sie. Und ja, sie war in Sagun und half bei der Durchführung eines Rituals, bei dem 8 Menschen starben. Wohl wissend, dass sie nicht überleben konnten. Und wie es scheint, war einer von ihnen wirklich Yandals Vater. Jedenfalls ist es richtig, dass einer des Hochverrats bezichtigt worden war, weil er mit Srundir gemeinsame Sache machen wollte. Und Yandal hat Satan... Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei, als er starb. Aber ich denke, nach allem, was Yandal heute erzählt hat, es ist möglich. Sarah, du darfst nie mit ihr darüber sprechen. Sie hat es gesehen, weißt du? Sie hat gesehen, wie ihr Vater ermordet wurde. Eine Gruppe von 10 Kämpfern, darunter 6 Kass und der Schei Saturn. Sie wurden im Dreimorgenwald in einen Hinterhalt gelockt und fielen so einer gewaltigen Übermacht in die Hände. Hantua und Schergen Oriopis. Bevor das geschah, konnten 30 Länder fliehen, darunter auch ich. Wir sollten Verstärkung holen. Lennis versuchte auch, durch die Reihen zu brechen, aber es gelang ihr nicht. Während ich und meine 2 Begleiter nach Süden und Osten liefen, um die Lager unserer Brüder und Schwestern zu erreichen, wurden die 10 anderen gefangen genommen. Er schluckte. Wir erreichten sie erst am nächsten Tag. Saturn war tot. Er wurde bei lebendigem Leibe verbrannt. Die größte Demütigung, die einen Zykaler ereilen kann. Aber ein paar von uns waren noch am Leben. Doch mit Saturns Tod zerbrach etwas in ihnen. Wir konnten die anderen befreien, aber Lennis hat nie darüber gesprochen. Und wird es auch nie. Es hieß, ein General Oriopis hätte das Feuer entfacht und den großen Schei hinuntergestürzt in den Schacht, in dem er dann verbrannte. Yandal? Möglich. Es klang fast so. Sarah, du musst wissen, dass sich Länder das Feuer verabscheuen. Wärme, Licht und nicht zu vergessen, die Brandmarkungen durch die Handtuer. Nicht einmal die schlimmsten Verbrechen würden wir so bestrafen. Und hier ging es nicht um irgendjemanden, sondern um den höchsten Krieger unseres Landes, einen der 3 Herrscher, der natürlich in Kriegszeiten noch eine besondere Stellung einnimmt. Und Saturn war... Er war ein Schei, wie Zykalas ihn noch nie gesehen hat. Wir alle haben ihn verehrt. Der Tag, an dem er starb, war einer der dunkelsten in unserer gesamten Geschichte. Und deshalb sprecht ihr nicht darüber. So ist es. Jedenfalls nicht offen. Und schon gar nicht in ihrer Gegenwart. Ich kann dir nicht alles sagen, was damit zusammenhängt, aber... Er seufzte bekümmert. Aber manches wirst du früher oder später ja doch erfahren. Ich bitte dich nur noch einmal, nie mit ihr darüber zu sprechen, zumindest nicht, solange sie selbst nichts dazu sagt. Ich will keine Geheimnisse vor ihr haben,
erwiderte Sarah unverwandt. Das sollst du auch nicht. Höre dir an, was ich zu sagen habe. Vielleicht verstehst du dann, warum es besser ist, diese Tage wieder in die Vergessenheit geraten zu lassen. Du erinnerst dich an Gromoids Tagebuch? Natürlich. Er hat erzählt, was er erlebt hat, aber nicht all das, was wirklich geschehen ist. Denn er war ja nicht überall dabei. In jenen Tagen waren die Kämpfe besonders blutig. Vor allem in der Gegend um Goriol und im Dreimorgenwald. Der Feind war in großer Zahl zugegen, und obwohl wir in mehrere kleine Gruppen zerstreut wurden, schafften wir es ihm ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen zu sein. Heute weiß ich, dass wir dies dem Beistand Aschzahars zu verdanken hatten. Jedenfalls hatten sich die Kass, zu denen auch ich einst gehörte, zusammen mit Sarton unweit der Grenze zu Orio in einem südwestlichen Teil des Waldes verschanzt. Wir erwarteten Verstärkung von mehreren Verbänden, die sich aufgeteilt hatten und uns suchten, unter ihnen auch die Gruppe, zu der Gromoid gehörte. Es ging das Gerücht, dass die Hantua uns weiter nordöstlich im Dreimorgenwald erwarteten, aber niemand konnte dies sicher bestätigen. Jeden Tag schickten wir mehrere Späher aus, die die Gegend beobachteten und uns Meldung erstatteten. Und eines Tages gehörte auch Yandal zu diesen Kundschaftern. Er war ein Kass, er hätte es nicht tun müssen. Die oberste Aufgabe der Kass ist es, den Schei zu beschützen. Aber er meldete sich freiwillig, wollte unbedingt hinaus mit den anderen. Und Sarton gewährte ihm diesen Wunsch. Meine Güte, wenn ich daran denke, dass schon damals... Nun, Yandal und die anderen kamen zurück. Und es war auch Yandal, der berichtete, dass sich ein Angriffstrupp von Orio unter Verstärkung durch Zrundir vom Süden her zu uns zubewegte. Es seien viermal so viele Mann wie wir selbst, sagte er, und dass er sie belauscht habe und sie uns überraschen und überwältigen wollten. Dass sie hofften, wir würden uns nicht in den nördlicheren Teil des Dreimorgenwaldes durchschlagen, da sie alle Truppen von dort abgezogen hätten. Natürlich waren wir verwundert. Wir waren ja überzeugt, dass gerade dort die größte Gefahr auf uns lauerte. Sarton sagte nichts dazu, und er fragte jeden nach seiner Meinung. Einige misstrauten Yandals Worten, wenn auch nicht ihm selbst. Sie glaubten, dass die Feinde absichtlich falsche Informationen streuen wollten. Andere wiederum wähnten sich überlegen und waren dafür, nach Norden vorzustoßen, um dort einen Vorteil zu erlangen. Immerhin befanden wir uns ja in einem sehr eingeengten Bereich, der uns kaum Raum für taktische Manöver bot. Schließlich wollte er auch von Lennis wissen, wie sie an seiner Stelle vorgehen würde. Und Lennis... Sie mochte Yandal nicht besonders. Aber er war ein Kass. Und Yandal erklärte immer wieder, dass wir die verstreuten Hantua im Dreimorgenwald ohne weiteres überwältigen könnten und ihn in eine blutige Niederlage einbringen würden. Sie wollte diesen Sieg. Sie wollte Zrundir ebenso wie Orio niederkämpfen, und sie wollte Zykalas über alle triumphieren sehen. Sie war immer so misstrauisch. Aber dieses eine Mal... Das Blut der Hantua veränderte uns. Wir wurden unvorsichtig. Und so auch sie. Und sie drängte Sarton, Yandals Vorschlag anzunehmen. Und Sarton tat es? Nicht sofort. Er wartete erst noch einige Kundschafter ab. Aber dann ja. Er kam ihrer Bitte nach und befahl den sofortigen Aufbruch. Yandal und zwei andere wurden zurückgelassen, um uns den Rücken freizuhalten. Wir sahen ihn erst 4 Tage später wieder. Ich nehme an, dass er die Zeit dazu genutzt hat, mit Talmir nach Shaznar zu gehen. Und wir... Wir zogen nach Norden. Sartons Tod entgegen. »Sie waren nicht in der Unterzahl?« fragte Sarah vorsichtig. »Nein, das waren sie nicht. Ganz und gar nicht. Eines Nachts kreisten sie uns ein. Yandal war gerade wieder zu uns gestoßen. Wir versuchten uns zu verteidigen, schlugen uns immer wieder durch die Reihen der Feinde, aber... Es waren zu viele. Irgendwann gab Sarton den Befehl,
dass jeder einzelne von uns versuchen sollte, zu fliehen. Nicht aus Furcht, sondern weil unsere einzige Chance zum Sieg die war, die anderen Gruppen herbeizurufen. Lennis weigerte sich zuerst, Saturn zu verlassen, aber schließlich sah sie ein, dass nur Verstärkung uns noch retten konnte. Aber sie schaffte es nicht durch die gegnerischen Linien. Wie auch Saturn und die meisten anderen wurde sie gefangen genommen. Ich schaffte es bis zu einem kleinen Verband im Westen. Ein anderer schlug sich nach Süden bis zu Gromoids Gruppe durch. Und der dritte, der durchkam, war Yandal. So schien es jedenfalls. Vermutlich ist er gleich nach seiner Flucht zum Feind übergelaufen und hat ihn von seinem Erfolg berichtet. Und dann hat er sich unter Orjopes Männer gemischt und ist uns maskiert wieder gegenübergetreten. Auf einer Lichtung im Nordosten des Dreimorgenwaldes. Sarah wurde ganz schwer ums Herz. »Die Schildkrautlichtung? Du kennst sie?« »Ich bin mit Lennis dort gewesen. Damals, als sie im Nebeltempel wohnte. Es ist, als wäre es Jahre her. Eigentlich sollte ich es keinem sagen, aber jetzt...« »Sie hat sehr seltsam reagiert, als wir dorthin kamen.« »Dort wurde Saturn ermordet. Kennst du den gemauerten Schacht, der aussieht wie ein Brunnen? Auf seinem Grund liegt Saturns Asche. Es ist der Ort, wo er starb. Sein Grab. Ich hätte nicht geglaubt, dass sie jemals dorthin zurückkehrt. Sie hat alles verdrängt, was damals geschah. Aber niemand konnte ahnen, dass Yandal... Nein, sicher nicht. Aber Lennis wusste, dass Saturn sich ihretwegen dazu entschieden hatte, Yandals Plan zu befolgen. Hätte sie ihren Vater nicht zu diesem Schritt überredet, wären wir vielleicht nie in diese Falle gelaufen. Aber es ist nicht ihre Schuld. Yandal ist der Verräter. Das ist richtig. Und sie hat diesem Verräter geglaubt, obwohl sie nie viel für ihn übrig hatte. Bis heute konnte sie sich vielleicht noch einreden, dass sie auf eine Liste Hantua oder Orjopes hereingefallen waren. Aber jetzt weiß sie, wie es wirklich war. Sarah dachte lange über Akoshs Worte nach. Heute war vieles ans Licht gekommen, für jeden von ihnen. Lennis, Saturns Tochter. Weil sie den Worten eines Verräters geglaubt hatte, waren die Zykerlein in die tödliche Falle geraten. Yandal, aufstrebend, ehrgeizig, jung, ein vorbildlicher Kass, war zugleich ein machthungriger Verräter gewesen, der nicht nur den Schei der Nacht ermordet hatte, sondern auch für all die grausamen Verbrechen in der jüngsten Zeit verantwortlich war. Und sie waren seine Gefangenen. Wie damals hatte Yandal am Ende doch die Beute bekommen, die er sich ersehnt hatte. »Was ist danach geschehen?« fragte sie plötzlich. »Lennis ist doch noch am Leben und, ich meine, Yandal hat sie doch nicht gehen lassen?« Traurig schüttelte Akosch den Kopf. »Nein, natürlich nicht. Der, der für uns damals nur der General war und von dem wir jetzt wissen, dass es in Wahrheit Yandal war, er hätte alle getötet. Wie ich schon sagte, zumindest ich und ein weiterer Kass hatten es geschafft, die Verstecke unserer Freunde zu finden und sie zu Hilfe zu rufen, aber wir kamen zu spät. Zumindest zu spät, um das Schlimmste zu verhindern. Saturn war tot. Und mit ihm drei weitere Kass und ein hoher Krieger, der sicher auch bald in die obersten Ränge aufgestiegen wäre. Dass Lennis noch am Leben war, war der Grausamkeit Yandals zu verdanken. Er wollte, dass sie jeden einzelnen leiden und sterben sah. Mit dem Mord an Saturn hatte er die anderen Gefangenen gebrochen, so daß sie kaum noch Widerstand leisteten. Wir haben lange nicht begriffen, wie es überhaupt so weit kommen konnte, denn wir wussten damals noch nicht, dass sich der Große wieder gegen uns gewandt hatte. Ashtzaha hat uns beschützt, bis Yandal ihn in Shaznar gegen uns aufgebracht hat. Wäre das nicht geschehen, er hätte Saturn wohl niemals töten können. Konnten Lennis und die anderen Überlebenden befreien, doch viele der Feinde konnten noch rechtzeitig fliehen, bevor unsere Klingen sie trafen. Unter ihnen auch dieser General.
Erst 2 Tage später stieß Jandal wieder zu uns, an einem Lager am Fluss. Er spielte seine Rolle perfekt, gab sich zutiefst erschüttert und berichtete, er wäre ebenfalls gefangen genommen worden und konnte sich erst nach mehreren Tagen der Folter durch Glück wieder befreien. Warum hätten wir an seinen Worten zweifeln sollen? Für uns war der wahre Übeltäter immer nur die Fürstin Oyope. Ihre Männer haben den Krieg angezettelt. Sie ließ die Jagden auf uns ausrufen. Ihr General hatte Saturn ermordet. Für uns war klar, dass sie sterben musste. Und auch heute bin ich mir noch nicht sicher, ob sie der wahre Kern des Bösen war. Jandal hat sich ihr und Srundi angeschlossen, und er spielte eine tragende Rolle. Hat vielleicht sogar ebenso viel Schuld auf sich geladen wie Oyope selbst. Aber das macht sie nicht unschuldiger. Und deshalb habt ihr die Burg gestürmt, ergänzte Sarah.